ich dachte, ich mache noch mal ein kleines Video zum Thema Grün umfärben. Also es gibt ja verschiedene Varianten. Grün komplett umfärben in etwas in eine Naturfarbe, also wie Orange, Rot, Gelb. Aber auch Grün umfärben von einem warmen Grün in ein eher kühleres Grün. Und ich hatte viele, die jetzt noch mal nachgefragt haben, wie man das so macht. Mein Prozess, sag ich mal, der Bildbearbeitung besteht natürlich immer aus vielen Schritten. Aber wie man grundsätzlich erstmal in diese Farbrichtung kommt, möchte ich euch gerne heute einmal zeigen. Was ich vorab nochmal sagen möchte, auf was ich in meinen Bildern halt doch immer sehr achte. Ich schaue immer erstmal, gerade wenn es so um das Thema Grün geht oder allgemein auch die Farben, was hat mein Hund für eine Fellfarbe? Also hat mein Hund eher eine kühlere Fellfarbe oder hat es eher eine wärmere Fellfarbe? Und ich habe vor ein paar Tagen schon mal ein Bild von der Mila gepostet. Da habe ich das Grün halt auch in ein eher kühleres Grün gefärbt oder umgefärbt und hatte jetzt heute, glaube ich, sogar noch ein Bild gepostet von einem Red Reaver, also einem Golden Red Reaver. Und die hatte eher eine warme Fellfarbe, eher rot, in einem Rotbereich, Orangebereich. Und da habe ich wirklich eher ein wärmeres Grün gewählt. Und ein wärmeres Grün ist für mich, welches eher so in diese goldene Grünrichtung geht, also ein bisschen gelb, grün, orange, also nicht orange-grün, aber so in die Richtung eher mit gelb gemischt. Und ein kühleres Grün, das geht meistens eher so in die grün-blaue Zyan-Richtung. Und ich habe mich halt bei dem letzten Bild von der Mila halt auch wirklich für ein kühles Grün entschieden, weil die Mila halt eine graue Fellfarbe hat und wirklich daher eine kühle Fellfarbe hat und mir das einfach von der Gesamtwirkung des Bildes einfach besser gefallen hat und für mich einfach die Farben dann noch etwas stimmiger waren. Und ich möchte euch einfach mal nur so ein paar Grundschritte zeigen, wie ihr grundsätzlich erstmal in die Richtung solch eines kühlen Grünes kommen würdet. Und dann kann man das natürlich immer individuell ausarbeiten, was ihr euch dann natürlich selber einfach erarbeiten könnt und einfach ausprobieren könnt. Dann würde ich jetzt einfach erstmal beginnen und würde mir sozusagen halt wie immer die Ebene erstmal duplizieren. Ich gehe dann halt als allererstes in den Camera Raw Filter und lege mir da erstmal so eine Farbrichtung fest. Dazu gehe ich halt in die HSL Graustufen. Und für viele wird das jetzt gleich ganz gruselig aussehen, die erste Veränderung. Was immer wichtig ist zu sagen, wenn man eine meistens eher intensivere, mattere, deckendere Farbe haben möchte und nicht so ein Quietschgrün, sollte man immer daran denken, dass man meistens Sättigung eher ein wenig rausnimmt. Dann bekommen wir meistens eher ein deckenderes Grün, ein satteres Grün. Und ich zeige euch das einfach mal. Ich bin in den HSL Graustufen und lege mir, wie gesagt, erstmal eine Farbrichtung des Grünes fest und muss dazu überlegen, welche Farbanteile haben wir in dem Grün. Und wir haben in dem Grün unter anderem immer Gelb drinne und Grün. Und so, das heißt, ich muss sozusagen im gelben Reiter arbeiten und im grünen Reiter. Und wenn ich natürlich jetzt die Farbe in eine kühlere Richtung haben möchte, schiebe ich mir natürlich die Reiter erstmal in den kühleren Bereich. Also die Grüntöne ziehe ich, nicht erschrecken, wirklich ins ganz Kühle. Und den gelben Regler muss ich mir jetzt auch in Richtung Grün ziehen, weil wenn ich den in Grün ziehe, komme ich nämlich in den grünen Reiter und dadurch geht es automatisch, weil der grüne Reiter ja schon eher so im Blaubereich steht, Zyanbereich, Aquamarinbereich steht, komme ich automatisch auch in die Richtung. So, jetzt sieht das erstmal alles ganz gruselig aus. Dann gehe ich in den Sättigungsbereich und ziehe mir das Grün in der Sättigung relativ weit wieder runter und dasselbe mache ich mit dem Gelb. Somit habe ich natürlich erstmal schon eine Farbrichtung und bin erstmal im kühleren Bereich. Ich muss jetzt dran denken, wenn ich gleich in Photoshop zurückkehre, dass ich mir den Hund wirklich auch wieder ausmaskiere. Man muss immer schauen, ob der Hund oder andere Dinge, die im Bild wichtig sind, auch Farbanteile davon drin haben, denn ich darf nicht vergessen, das wieder auszumaskieren. Wir drücken auf OK. Und jetzt haben wir wirklich erstmal eine kühlere Stimmung. So, wir legen uns eine Maske drauf, nehmen uns den Pinsel mit einer weichen Pinselspitze und dann maskiere ich mir den Hund komplett erstmal wieder aus. Ich mache das jetzt hier mal ein bisschen gröber.
Genau. Also man sieht jetzt aber auch schon, dass das Gras natürlich ziemlich stark auch abgefärbt hat, also oder reflektiert hat, besser gesagt. Und es kann durchaus sein, damit der Hund nicht auch diesen starken Gelb-Grün-Stich hat, dass man das Fass so ein bisschen wieder reinmalen muss, weil das eigentlich doch ganz gut passt. Man muss auf die Ränder auch immer so ein klein bisschen aufpassen. Ich mache das relativ grob immer, wenn sich das anbietet, was jetzt hier wirklich gar kein Problem ist. Wir können fast, wie ich feststelle, den Hund fast schon so lassen, weil auch der Hund hatte, wie man dann eigentlich gut sehen kann, auch einen schönen Grün-Gelb-Stich. Somit würde ich es fast drin lassen. Aber immer dran denken, auf jeden Fall im Auge das rausnehmen. So, ich male mir nochmal hier in dem Bereich das wieder ein klein bisschen rein. Das kühle Grün. Da hatte ich es ja jetzt schon ein wenig rausgenommen. So. Genau, dann haben wir jetzt erstmal grundsätzlich ein kühleres Grün. Ich fasse jetzt einfach mal die, obwohl wir brauchen es gar nicht zusammenfassen. Ich bin da so ein Ordnungsfreak. Ich habe die Ebenen immer am liebsten. Ich reduziere fast jedes Mal meine Ebenen, weil ich das halt immer gerne sehr ordentlich mag. Ich lasse es jetzt aber mal so stehen, damit ihr das einfach auch besser sehen könnt. Danach gehe ich in die selektive und fange an, wirklich im grünen Bereich, Gelbbereich zu arbeiten. In der selektiven kann man ja die Farben nochmal in verschiedenste Richtungen schieben. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen, im grünen Bereich zu arbeiten und würde mir dann das Grün noch ein bisschen mehr vielleicht ins Blau ziehen, weil wir ja hier Gelb haben. Dann schauen wir nochmal, ob wir aus dem Rot auch nochmal ein bisschen was rausbekommen. Und man muss dann so ein bisschen natürlich schauen, dass es immer noch passt. Und dann gehen wir nochmal in den gelben Reiter. Dann könnte ich auch nochmal ein bisschen Gelb wieder rausziehen und ein bisschen mehr ins Blaue gehen. Und könnte ein bisschen Rot rausziehen und ins Zyan gehen. Und mal schauen, ob wir nochmal ein bisschen Grün rausziehen. Gehe nochmal in den Grünen. Ein bisschen Gelb vielleicht wieder rein. Wir schauen mal. Genau, und dann geht das eigentlich schon in eine gute Richtung. Immer dran denken und wieder ausmaskieren, was hier jetzt nicht so unbedingt notwendig ist. Genau, und dann müsst ihr auf jeden Fall auch immer dran denken, dass ihr am Ende wirklich auch andere Farben, die dort in dem Bild noch sind, auch wirklich farblich mit anpasst, ne? Weil es wirklich wichtig ist, dass ihr nachher nicht, also die Farben sollten schon immer stimmig sein. Ne? Also ich würde jetzt zum Beispiel, das können wir ja auch nochmal schnell machen, die Blüten noch ein wenig anpassen. Dann würde ich auch in die Selektive gehen. Es hat noch so ein paar Rotanteile drin. Die roten Anteile können wir so ein bisschen rausziehen und können ruhig in ein kühleres Magenta-Lila vielleicht arbeiten. Dann bringe ich ein bisschen Blau noch mit rein, ziehe noch ein bisschen Rot raus, noch ein bisschen Magenta rein. Klein bisschen mehr Blau. Und wenn wir uns im Magenta-Bereich schon befinden und die umgefärbt sind, gehen wir einfach in den Magenta-Bereich und können da weiterarbeiten. Dass wir noch ein bisschen mehr Blau vielleicht reinziehen, Rot noch ein bisschen raus. Genau, da müsst ihr euch einfach mal so ein bisschen ausprobieren und sozusagen an den Reglern spielen. So. Dann hoffe ich, dass das, schaut mal her, ihr könnt das nochmal sehen, vorher war es so ein bisschen rot. Dann hoffe ich, jetzt passt das von der kühlen Farbe auch ein klein bisschen besser, die Blüten. Das sind so Sachen, auf die ich halt immer sehr viel Wert lege. Wirklich, dass man eine schöne Farbharmonie im Bild hat. Und auf dieser Grundlage würde ich jetzt zum Beispiel meine Bearbeitung weiter fortsetzen. Und das könntet ihr dann halt genauso machen. Dann hoffe ich, dass ich euch damit ein klein bisschen was mitgeben konnte. Wenn ihr Fragen habt, stellt es gerne unter dem Video oder bei Facebook. Ich versuche alles Mögliche zu beantworten und bin gespannt. Vielleicht habt ihr auch ein paar Ergebnisse, wenn ihr das mal ausprobiert. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das drunter posten würdet, denn Ergebnisse interessieren mich immer sehr. Dann wünsche ich euch somit einen schönen Sonntag und dann bis zum nächsten Mal.